Im Durchschnitt kosten die Kombipräparate mehr als die Einzelpräparate. Und Ärzte sind aufgrund des sogenannten Wirtschaftlichkeitsgebots gesetzlich verpflichtet, die günstigsten Medikamente auszusuchen. In der Praxis heißt das, wenn Sie all Ihren Bluthochdruckpatienten die meist teureren Kombipräparate verschreiben, überschreiten Sie schnell Ihr Arzneimittelbudget. Dieses Budget geben Ihnen die Krankenkassen vor. Wenn wir das Budget nicht halten, wir zahlen selber, das wissen die Patienten vielleicht auch nicht, der Arzt müsste dann die Medikamente, die er über dem Budget verschreibt, selber bezahlen. Also die Kosten werden von uns getragen. Wenn es aus Compliance-Gründen auf Seiten des Patienten nur sinnvoll möglich ist, mit einer Fixkombi zu arbeiten, kann der Arzt diese selbstverständlich mit dieser Begründung auch verordnen. Insofern ist der wirtschaftliche Druck der Krankenkasse, der verhindert, dass der Arzt das tun kann, was er möchte.